vegane Snickers. Roh vegane Snickers und extrem einfach. Dieses Rezept ist so wahnsinns einfach, dass ihr das nicht glauben werdet. Und es ist, schmeckt so geil. Es ist roh vegane Snickers und es ist so einfach zuzubereiten. Ich habe zwei Leute haben das bis jetzt gekostet. Die waren begeistert und haben gesagt, das war das geilste, die geilste roh vegane Süßigkeit, die sie je gegessen haben. Das Rezept ist der absolute Hammer. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch werden das nachmachen, weil das extrem einfach ist. Extrem einfach. Das habe ich schon gesagt, dass es extrem einfach ist. Ich bin total begeistert. Und ja, ich versuche das so schnell wie möglich abzuarbeiten. Die Videoqualität ist scheiße. Drauf geschissen, wirklich, weil dieses Rezept muss so schnell wie möglich unter die Leute und jetzt geht's los. Als erstes brauchen wir Datteln und Erdnüsse und damit haben wir schon die Hälfte gemacht. Datteln habe ich hier, ich habe ja frische Datteln gekauft von Netto, die gibt es auch beim Türken, da kosten 700 Gramm 2,50 Euro, das ist ein Witz, das ist wirklich... Die Snickers, das habe ich ganz vergessen, das dritte ist, die sind saubillig, die sind sowas von saubillig, dass ihr könnt... Ihr macht 20 Snickers, 20 Riegel Snickers und ihr zahlt dafür vielleicht 2 Euro, 2,50 Euro. Es ist ein Wahnsinn, das Rezept. Von vorne bis hinten, preislich, geschmacklich und von der Zubereitung. Absoluter Hammer. Also, zuerst Datteln und dann Erdnüsse. Was für Erdnüsse nehmen wir? Wir nehmen natürlich Tierfutter, weil Tierfutter ist einfach viel, viel billiger und viel naturbelassener und viel geiler. Und zwar, das ist ein von Gartendehner, ich verlinke euch das mal bei Amazon, die kaufe ich zurzeit, weil das ist ja mit 3,5 Kilo noch recht human. Jetzt mache ich noch 20 Kilo Sack holen, aber ich denke mal Erdnüsse, dann esse ich nicht so viele, dann stehen die rum, fangen die an zu schimmeln. Aber hier habe ich 3,5 Kilo und zahle trotzdem relativ wenig. Aber ihr könnt Erdnüsse kaufen für 1 Euro das Kilo, auch das verlinke ich euch unten. Also, billige Erdnüsse, billige Datteln und ihr seid fast durch mit der Übung, aber dann kommt der Clou. Aber erst nachher, wir fangen jetzt an mit den Datteln. Und zwar, es geht wie folgt. Man nimmt, kommt vielleicht ein bisschen hier ran, nehmt am besten wirklich frische Datteln. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil die richtig saftig sind und umso saftiger, umso karamelliger, umso besser das ist. Nehmt ihr den Kern raus, macht ein bisschen auf, nehmt Erdnüsse und drückt da so viele rein. Ihr könnt auch Walnüsse nehmen, das habe ich gemacht, schmeckt sehr gut. Ihr könnt auch Pekannüsse nehmen. So ist das in dem Rezept. Ich habe das Rezept übrigens nicht von mir, sondern das habe ich im Internet gefunden. Und der hat das mit Pekannüssen gemacht und das habe ich nachgemacht. Dann macht ihr das hier voll und dann legt ihr die Dattel wieder drüber und formt so, dass außen quasi die Dattel ist und innen die Erdnüsse. Und dann macht ihr das mit, zum Beispiel, ich mache immer 20 von den Stücken, 20 Riegel und... Das macht ihr einfach hintereinander, immer raus, den Kern, die Erdnüsse hier reinlegen, ein paar. Wie gesagt, oder Walnüsse, schmeckt auch sehr, sehr geil, Pekannüsse auch. Und dann legt ihr die andere Hälfte wieder drauf. Und das sieht so simpel aus, aber in der Komposition am Ende, es geht gleich weiter. Das schmeckt so geil, ihr werdet das nicht glauben, habe ich auch nicht. So, dann nimmt man idealerweise... Rohkost-Kakaopulver und Rohkost-Kakaobutter. So, das war zumindest im Originalrezept so. Aber ich habe ja einfach bei Netto Blockschokolade genommen. Ist natürlich jetzt nicht mal Rohkostqualität, aber stellt euch einfach vor, hier liegt rohes Kakaopulver in bester erlesener Bioqualität und rohe Kakaobutter. So, ich habe jetzt einfach mal hier Blockschokolade genommen. Und das habe ich klein geschnitten und dann kann das in dem Ding hier. Das wird ins Wasserbad, ich zeige euch das gleich, übers Wasserbad gehalten und dann geht es nämlich schneller, wird es schneller flüssig. Jo, und so sieht es dann aus. Das ist halt das Wasserbad und da das Wasser fängt an zu kochen. Das Ding hier liegt auf dem Ding drauf und die Schokolade drin wird dann irgendwann flüssig. Und dann melden wir uns gleich wieder. Noch ein Punkt, den ich erwähnen wollte, ist, dass das Wasser ja, jetzt kurz aufkocht und dass man es dann kleiner stellt. So, dass es nur noch ganz, ganz wenig köchelt, dass es also nicht zu viel Hitze ist. Sonst ist die Struktur der Schokolade nicht so cool. Ihr könnt das nicht ganz genau machen mit Thermometer und sowas, aber drauf geschissen. Also ungefähr macht es nicht ganz so heiß. Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist folgendes. Ihr nehmt diese fertige Dattel mit Nüssen und tut die einfach so ein bisschen hier drin rumschwenken und legt die dann wieder zurück aufs Papier. Und das macht ihr letztlich dann mit all euren Datteln und beziehungsweise mit den gefüllten Datteln, dass die überall voll Schokolade ist und legt die drauf und ja, und das war's schon. Und danach, ja, tut ihr das einfach, wenn ihr fertig seid,
Da sehen wir uns wieder, dann sage ich, was passiert. Ich mache das jetzt schnell zu Ende und dann kommt noch der letzte Schritt und das war's. Und das ist echt, das ist so geil. Ihr werdet das nicht glauben, wenn ihr das esst. Ihr werdet denken, ihr beißt in einen Snickers. Und es ist roh vegan. Fantastisch und es ist billig. Das ganze Bleche kostet 2-3 Euro. Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Wir sehen uns gleich wieder. Und so sehen die dann aus, wenn die alle sozusagen mit Schokolade versehen sind. Sehr geil, oder? So, und dann ab damit in den Tiefkühler. Und so sehen die jetzt aus. Die waren ungefähr 10 Minuten im Tiefkühlfach. Und ihr könnt die im Übrigen, könnt ihr die im Tiefkühlfach lassen. Die schmecken immer noch geil. Also die könnt ihr 1-2 Tage, die könnt ihr ewig im Tiefkühlfach lassen. Die schmecken immer geil. Das bleibt trotzdem richtig geil. Und auf jeden Fall, ja, jetzt, ich hab's ja schon gegessen. Ich weiß, es schmeckt, aber es verkostet nochmal. Nehmen wir einmal so ein Ding hier. Das ist der Hammer. Euer absoluter Hammer. Ihr könnt die Dinger noch füllen mit Erdnussbutter, mit Zimt, mit allen möglichen Sachen. Aber macht die bitte einfach mal, einmal, so wie ich sie gemacht habe. Einfach nur Erdnüsse, Datteln und Kakaobutter und Kakaopulver. Oder eben, ihr macht das, nehmt einfach die Blockschokolade. Denn ich mache meine Kakaobutter und Kakaopulver auch noch Zucker rein. Da ist nichts anderes als eine Blockschokolade, außer dass es halt eben dann nicht mehr roh vegan ist. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Kakaobutter, Kakaopulver und Zucker nehmt, also ist scheißegal, ob es roh oder nicht roh ist, probiert das Rezept aus. Lasst das ruhig, esst es nicht komplett auf und lasst das mal 24 Stunden im Tiefkühler und esst das dann. Das schmeckt so geil, das schmeckt so geil. Also die beste Blockschokolade, wenn es nicht roh vegan macht, bei Netto. Die kostet 99 Cent und da ist nur drin Kakaobutter, Kakaopulver und eben Vanille und Zucker, sonst nichts. Und die kostet 99 Cent, 200 Gramm. Also, wie gesagt, probiert es aus, wie ihr das mit mir machen wollt. Es ist einfach, es ist billig und es schmeckt verdammt geil. Wirklich verdammt geil. Ich wünsche euch viel Spaß und hinterlasst mir unbedingt einen Kommentar, wenn ihr das nachgemacht habt. Ob das wirklich so geil ist, wie ich das empfinde oder ob ich einfach nur übertreibe. Weil ich habe, glaube ich, noch nie was selbst gemacht, Süßes, Besseres gegessen in Rohkostqualität als diese Dinger. Noch nie. Diese Rohvegan Snickers sind der absolute Hammer. Und wenn ihr noch Ideen habt, was man noch hier reinmachen könnte, weil ich habe jetzt Erdnussbutter probiert, Erdnüsse probiert, ich habe Walnüsse, Pekannüsse und so weiter probiert. Wenn ihr noch eine Idee habt, schreibt mir das. Inspiriert mich. Ich würde da gerne noch andere Sachen ausprobieren. Das ist so die absolut preiswerte und geniale Süßigkeit in der Rohkost. Also ich esse nichts mehr Süßes außer diese rohen veganen Snickers. Die sind so geil. Ich muss Schluss machen. Alles klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich kümmere mich jetzt um meine Snickers. Macht's gut. Tschüss.